Und hallo wiederum bei einer neuen Folge City Skylines. Wir haben apokalyptische Probleme, weil wir komplett falsch diese Stadt gebaut haben von Anfang an. Und ich versuche das gerade zu reparieren. Ja, und in unser Industriegebiet, irgendwas pendelt sich hier ein, aber so richtig toll sieht es immer noch nicht aus. Hier haben wir immer noch Riesenstaus auf der Straße, die sogar teilweise mittendrin die Spur wechseln. Wo geht ihr hin? Zu den Silos. Die Silos dürfen, glaube ich, nicht so nah beieinander stehen. Ich glaube, das ist das Problem. Also brauchen wir mehr kleine Straßen, die abgehen. Ich will ja das Problem nicht mit Straßen bewerfen, aber... aber das scheint die beste Idee zu sein gerade. So. Zack. So, dann könnte man hier... Könnte man das? Könnte man. So, dass die sich auch gar nicht kümmern, wenn man ihnen die Straße unterm Hintern wegreißt. So. So, wie ist das zum Beispiel? Ist das besser? Seid ihr nicht entertained? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sobald die leer sind hier, bauen wir hier auch einen Kreisverkehr hin. Komm, das ist leer genug. Es liegt eine Leiche im Blade Runner Police Tower. Okay. Wie sieht denn eigentlich die Polizeiversorgung hier aus? Sie sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Im Lager ist Verbrechen. Aber das ist auch kein Wunder. Okay, wo staut sich denn hier? Was ist denn das? Wo wollen die denn alle hin? Mr. Beans Car, okay. Mr. Bean fährt hier rum. Ja, Tatsache. Wenn man das Fahren nennen kann, was hier passiert. Okay. So, das Erste, was wir machen hier, ist die Parks aus der Gegend entfernen. Damit wir hier, da ist auch noch eine Kirche, was ist das? Fachwerkgebäude, damit wir hier einen Kreisverkehr hinbauen können. Oh mein Gott, das sind alles kleine Parkgebäude. Sehr kleinteilig, das rächt sich jetzt natürlich. Müssen wir alle einzeln aus dem Weg holen, damit wir unser Kreisverkehr bauen können. So, jetzt können wir aber. Ja, lieber noch ein bisschen größer. Je größer, desto schöner. Müssen wir hier natürlich wieder Kreisverkehrregeln einführen. Und Gebäude wie diese müssen wir natürlich leider abreißen. Und Straßen wie diese, die da nicht reinführen. Wo kommt die her? Hier. Sieht das besser aus als vorher? Was meint ihr?
Wer weiß es schon so genau? Wir können auf jeden Fall hier wieder Kreisverkehrregeln einführen. Oh Gott, guckt euch das an. Das ist ein einziger Krampf hier. Und ein einsamer Typ mit dem Motorroller fährt hier rum. Leaving the city. Ja, viel Spaß bei dem Versuch. Das ist die Sicht des Motorradfahrers. Wow, die Gebäude sehen tatsächlich auch alle ganz schön ranzig aus jetzt mittlerweile. Vielleicht muss ich nochmal neu anfangen hier. Ich weiß nicht, das sieht alles nicht so vielversprechend aus. Okay. Und hier kommen die ganzen... Ach Gott. Würde uns das was bringen, wenn wir hier die Kreuzungen bearbeiten? Den können wir hier hin. Und den können wir hier hin. Weiß nicht, ob das wirklich was gebracht hat. Es ist nur mehr Straße, wo die Leute stehen. Ein kleiner Stau. Nicht weiter schlimm. Average Traffic Flow 8%. Wow, hier sind wirklich alle Straßen total dicht. Alles voller, das ist wie Escape from New York hier. Ich glaube, wir müssen drastische Maßnahmen ergreifen. Ist ein bisschen schade, um hier, da wo unser öffentlicher Nahverkehr ist, ist hier so. Aber selbst wo der ist, ist teilweise immer noch zu viel Verkehr. Will ich das alles auf dieser Karte abreißen oder möchte ich einfach nochmal neu anfangen? Ich glaube, wir versuchen das mal. Hier kann ich jetzt leider keinen Kreisverkehr reinbauen, zum Beispiel. Weil hier ist ja schon die Einschienenbahn. Mann. Ist auch nicht besser. Totaler, kompletter Shutdown hier. Ich habe eine Idee, wie man das alles ein bisschen in den Griff kriegt. The Forest Service has stated that there is a risk of an imminent forest fire in the area. Residents are advised to avoid forested areas. A forest fire is raging in the area. Leave campsites and treehouses immediately.
Oh, so kriegen wir das alles auch aufgeräumt. Tja. Wo ist denn hier ein Forest Fire? Ach, da. Hier. Hier brennt alles. Sieht man nicht viel von den Flammen hier. Also ich glaube, diese Methode hier mit den beiden Alleen in der Mitte, die funktioniert nur zu einem gewissen Grad. Und dann irgendwann hat sich dieses überlebt. Hier sind immer noch Gebiete nicht versorgt, weil hier immer noch die Autobahn komplett lahmgelegt ist. Wann kommen denn die anderen Desaster? Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Tornado, ja, siehst du. Should seek shelter immediately if any is. Dann schauen wir mal, wie so ein Tornado hier aussieht. Experts predict an earthquake could hit the area soon. Oh nein, kein Erdbeben. Geologists predict that a sinkhole could strike at any minute. Oh nein, kein Sinkhole. Cautionary measures. Astrologists report that a devastating meteor will strike the city in the near future. Residents should seek shelter immediately if any is available. Oh, das ist wahrscheinlich entweder abgebrannt oder von dem Erdbeben. Astrologists report that a devastating meteor will strike the city in the near future. Das ist es. Should seek shelter immediately if any is available. Oh nein. The sinkhole direkt. A tornado has touched down in the area. Seek shelter immediately if any is available. An earthquake is occurring. Don't panic and wait for help if you are in the affected area. A sinkhole has occurred mitten in den Glücksspieldistrikt. Stay out of harm's way and contact authorities with any information. A meteor strike has occurred. Avoid the impact site and head to shelter if any is available. Ah, da ist der Tornado. Oh nein, die schöne Frachtstation. Verkehr steht immer noch auf der Straße. A forest fire is raging in the area. Leave campsites and treehouses immediately. A meteor strike has occurred. Avoid the impact site and head to shelter if any is available. Oh, hier kommt's. Ah nee, da ist schon einer. Okay. Wow. Ja, schade um unser schönes Industriegebiet, aber wenn die Leute auf den Straßen wohnen, dann wird das auch nichts. Die wollen alle zum gleichen Ort hier. Das ist echt ungünstig. Naja, dann würde ich sagen, ist diese Folge halt mal ein bisschen kurz und beim nächsten Mal fangen wir dann was Neues an auf einer anderen Karte. Und vielleicht kann ich das, was ich beim Studium anderer City Skylines YouTuber gesehen habe, schon umsetzen und vielleicht eine Stadt bauen, die weniger Verkehrsprobleme hat, denn selbst jetzt stehen sie alle auf den Staus. Die Naturkatastrophen haben dazu geführt, dass die Verkehrsflüssigkeit sogar noch ein bisschen gesunken ist.
Mal gucken, was übrig bleibt, wenn wir alle Zonen aufheben hier. Wow. Also es gibt scheinbar noch Nachbarschaften, die einigermaßen in Ordnung noch sind. Andere hingegen sehen nicht so gut aus. Die laufen tatsächlich nur Leute zu Fuß rum, okay. A tornado has touched down in the area. Seek shelter immediately if any is available. Die laufen panisch durch die Gegend hier. Immer noch Präsenzpflicht in Schulen scheinbar. Und der Agrargebietsstau ist auch immer noch da. Oh, die Bäume wachsen nach. Interessant. Ja, der Schulbetrieb läuft weiter. Ich will mal gucken, ob ich einer Person folgen kann hier. Ah ja, hier offensichtlich nicht. Laufen hier irgendwo Leute rum, einzelne? Von Autos. Hier. Oder was ist das? Hier steht einer. Gucken wir mal, was der jetzt für einen Tag hat hier. Steht erstmal draußen und guckt sich die Gegend an. Waren hier nicht mal Häuser? Hm. Gras ist schnell nachgewachsen. Okay, der steht die ganze Zeit da draußen rum. Vielleicht ist sein Haus abgebrannt oder weiß nicht, wohin er gehen soll. Oh, da läuft einer. Nehmen wir mal den. Going to school. Okay, mal gucken, wie der Schulweg aussieht. Oh, das war schon der Schulweg. Okay. Na gut. Oh Mann, hier ist nicht mehr viel übrig.
dann folgen wir halt diesem Auto hier. Mercedes, so und so. Ich meine, so sieht das Straßensystem ja nicht schlecht aus, ne, wenn keiner unterwegs ist. Ich glaube, ich will eine Snowfall-Karte das nächste Mal. Wie idyllisch. Ah, der wollte zur Highschool mit seinem Auto hier. Die Highschool hat keinen Strom. Okay, also das war mal eine Stadt. Mal gucken, ob der Stau immer noch da ist. Der Stau ist immer noch da, aber hier, jetzt hier lockert sich das jetzt langsam auf. Allerdings hier dafür immer noch nicht. Die sind auch immer noch voll. Naja, okay. Dann würde ich sagen, lassen wir das mal für heute. Und beim nächsten Mal fange ich eine neue Stadt an, weil ich einfach keine Lust habe, hier alle Straßen einzeln planieren zu müssen. Was wir machen würden, wenn wir versuchen würden, hier wieder System reinzubringen. Außerdem haben wir momentan 0 Einwohner. Und das heißt, die ganzen Servicegebäude kosten uns ein wenig viel. Wir bezahlen momentan 85.241 Euro Simtaler oder was auch immer. Und das ist ein bisschen viel. Falls euch diese wunderbare gefallen hat, und vielleicht schreibt einen Kommentar. Und dann bis zum nächsten Mal. Ich sollte mehr zentriert sein hier. Das ist das ganz komische. Naja, nun brauche ich das eigentlich auch nicht mehr einrichten, ne? Aber so ist besser, oder? Hi! Okay, bis denn!